Der Markt rauscht 30, 40% in den Keller. Wir sehen es gerade, was an den Börsen passiert. Und da fragt man sich doch, was hätte man machen können, dass das nicht eintritt? Was hätte man machen können, dass mein Geld nicht so viel weniger wert ist? Genau diesen Teil des risikofreien Investierens in unserem Weltportfolio, den schauen wir uns heute an. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Im heutigen Video also beschäftigen wir uns einmal mit der risikofreien Geldanlage. In unserem Weltportfolio haben wir im Prinzip zwei Komponenten. Einmal die risikobehaftete Geldanlage, die haben wir uns im ersten Teil angeschaut. Ich verlinke euch das Video hier oben rechts in der Infokarte und auch unten in der Beschreibung. Checkt das unbedingt mal aus. Da erkläre ich, was das Weltportfolio ist, wie es aufgebaut wird und zeige auch, wie ich das Weltportfolio nachbilde. Und bevor wir jetzt richtig damit loslegen, würde ich dich doch bitten, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn du es nicht schon getan hast. Hier erwarten dich regelmäßige Updates rund um das passive Investieren mit ETFs oder auch P2P-Kredite und natürlich auch einige praktische Spartipps im Alltag. Wenn du all das nicht verpassen möchtest, dann klick doch gern den Abo-Button. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Die risikofreie Geldanlage also. Risikofrei ist hier ein bisschen ein Trugschluss. Wir können zwar von einer sehr, sehr risikoarmen Geldanlage ausgehen, aber risikofrei, das gibt es bei der Geldanlage auf jeden Fall nicht. Der risikofreie Teil oder der risikoarme Teil, sagen wir besser, unseres Vermögens ist quasi zur Absicherung dafür gedacht. Wir haben auf der einen Seite eben die Aktien-ETFs, die uns die Rendite bringen sollen, und auf der anderen Seite unsere risikofreie Geldanlage, die eben das Ganze absichern soll. Dafür gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten. Ich zähle sie erstmal alle auf und dann besprechen wir sie im Einzelnen. Erstens, wir können das Geld in Anleihen-ETFs anlegen. Zweitens, wir packen das Geld auf ein Tagesgeldkonto. Oder drittens auf ein Festgeldkonto oder viertens wir kaufen uns physisches Gold. Das sind die vier Möglichkeiten im Überblick. Jetzt schauen wir uns ganz konkret an, wie wir die einzelnen Möglichkeiten umsetzen können. Wenn wir uns Anleihen-ETFs kaufen, kaufen wir uns am besten kurzlaufende Staatsanleihen mit bestem Rating. Die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Rendite, sind aber auch weniger Schwankungen ausgesetzt. Und genau das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen unser Vermögen absichern gegen die hohe Volatilität der Börse, insbesondere in Zeiten wie jetzt, wo der gesamte Markt gut 30 bis 40% einkracht. Alle verkaufen ihre Aktien und flüchten in die Anleihen, denn die bringen sicher Rendite. Eine Sache gibt es hier noch zu beachten, und zwar, ich sollte immer in währungsgleiche Anleihen investieren, um eben nicht ein zusätzliches Währungsrisiko dazuzunehmen, sprich hier ich als Europäer, wenn ich in Europa wohne und mit Euro bezahle, dann investiere ich auch in Anleihen, die auf Euro laufen. Nummer 2, Tagesgeldkonto. Gleiches Prinzip, andere Herangehensweise. Wir parken das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto. Das ist täglich verfügbar. Wir können immer auf das Geld zurückgreifen, müssen nicht erst unsere Aktien oder was auch immer verkaufen, um Liquidität zu haben. Das Tagesgeld ist immer täglich, deshalb Tagesgeld, verfügbar und dient auf jeden Fall dazu, um eben liquide zu bleiben. Hier gibt es auch wirklich überhaupt keine Zinsen im Prinzip drauf. Ich glaube, so 0,1, 0,2 ist derzeit das höchste der Gefühle. Das ist, wie gesagt, nicht wirklich was an Rendite, aber es sichert auf jeden Fall unser Gesamtportfolio gegen Schwankungen ab. So ähnlich funktioniert das Festgeld. Das ist etwas höher verzinst. Allerdings ist das hier nicht so liquide wie beim Tagesgeld. Man hat eben eine bestimmte Laufzeit, sei das 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dementsprechend kriegt man hier einen festen Zinssatz. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem kann man das in einer Treppe organisieren. Dazu legt man einfach beispielsweise einen Teil des Festgeldes in 3 Jahre, eins in 2, eins in 1 Jahr an. Und wenn das ausgelaufen ist vom ersten Jahr, packt man das in ein 3 Jahr laufendes Festgeld. Im Prinzip hat man so eine Treppe, die eben jedes Jahr geändert und angepasst werden muss. Aber auf jeden Fall bessere Rendite, wenn man hier von Rendite sprechen kann, als beim Tagesgeld. Die vierte Möglichkeit wäre physisches Gold. Das kann einerseits physisch hinterlegt sein bei einer Wertpapierbank oder man hat tatsächlich physisches Gold zu Hause. Das ist einem ganz selbst überlassen. Es kann durchaus Sinn machen, physisches Gold zu besitzen. Gold wird ja immer so als das Bezahlmittel in der Krise angesehen, als bombensicher
Und der Goldpreis ist mehr oder weniger eigentlich auch stabil. Jetzt im Zuge des Crashes haben wir gesehen, überall wurde Liquidität rausgezogen, auch der Goldpreis hat ein wenig darunter gelitten. Jetzt haben wir zwar über alle vier Möglichkeiten, die es gibt, gesprochen, aber was heißt das denn jetzt konkret für mein Weltportfolio? Ich muss mir ganz am Anfang im Klaren sein, wie risikobereit bin ich? Wie viel Prozent meines Vermögens möchte ich risikobehaftet anlegen, zum Beispiel in Aktien-ETFs? Und wie viel Prozent möchte ich sicher anlegen, beispielsweise in Anleihen oder auf meinem Tagesgeld? Das ist eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte. Und da gibt es auch keine pauschale Richtig- oder Falschantwort. Das ist eine ganz persönliche Risikoentscheidung hier, wie viel man seines Geldes wirklich risikobereit anlegen möchte. Und dementsprechend, wenn man risikobehafteter anlegt, winkt natürlich auch eine höhere Rendite, aber natürlich auch ein höherer Verlust eventuell. Als kleines Rechenbeispiel, wenn ich 100 Euro anlege und das alles in Aktien-ETFs packe und der Markt um 20% nachgibt, dann habe ich nur noch 80 Euro. Wenn ich jetzt aber das Ganze aufgeteilt habe in 50-50, also 50 Euro Aktien-ETFs und 50 Euro Anleihen oder Tagesgeld, und der Markt sinkt auch um 20%, dann sinkt mein Aktienteil von 50 auf 40 Euro. Sprich, insgesamt bin ich hier bei 50 plus 40 macht 90, zu den 80, wenn ich nur in Aktien investiert bin. Und damit habe ich mein Risiko minimiert und mein Vermögen aufrechterhalten. Wir können also sehen, dass das Investieren in Anleihen-ETFs bzw. das Halten des Geldes auf dem Tagesgeldkonto durchaus die Volatilität, also die Schwankungsbreite des gesamten Depots verringern kann. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal unten auch in der Beschreibung alles verlinken, unter anderem auch zu einer Seite, wo man sich ETFs detailliert raussuchen kann. Dazu findet ihr auch auf diesem Kanal ein Video, wo ich genau diese Plattform etwas genauer vorstelle. Checkt das auf jeden Fall alles gerne aus. Und natürlich an dieser Stelle nochmal gesagt, das war hier natürlich keine Anlageberatung. Wenn du Finanzgeschäfte tätigst, dann bist du alleine dafür verantwortlich. Das, was ich hier mache, dient nur zu deiner Information und sei dir bitte bewusst, dass du dein gesamtes eingesetztes Kapital beim Investieren auch verlieren kannst. Das soll es dann an dieser Stelle von mir gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr hier beim Finanzdino. Passiv investieren, aktiv leben. Ich freue mich aufs neue Video. Bis dann. Ciao.